nächste Ergometer, den ich euch vorstellen will, ist das sogenannte Recumbent Bike. Man kann es auf Deutsch einfach auch Liegefahrrad benennen. Damit ist es den meisten bekannt. Das Recumbent Bike ist, ich sage mal, eins der leichtesten Ergometer, gerne von Anfängern genommen, denn es treibt die Herzfrequenz nicht ganz so schnell in die Höhe. Funktionieren tut es wie ein normaler Fahrradergometer. Wir stellen den Sitz so ein, dass das Knie, welches nach vorne gestreckt wird, noch leicht angebeugt ist. Beim normalen Fahrrad hat man es fast gestreckt. Hier ist man ein bisschen weiter in der Beugung, dass man bequem sitzen kann, hinten anlehnen und dann geht's los. Im Gegensatz zu den Laufbändern haben wir bei einem Fahrradergometer keinerlei Stoßbelastung. Die Bewegung bleibt rund. Deshalb ist es für die Kniegelenke sehr, sehr schonend. Und da man sich bei einem Liegerad noch anlehnen kann, ist die Wirbelsäule eigentlich auch entlastet. Das heißt, für Kunden, Patienten, Trainierende mit Rückenschmerzen bietet sich sowohl zum Aufwärmen als auch fürs Herz-Kreislauf-Training das Recumbent Bike an. Das Upright Bike, der Klassiker in jedem Studio, das sollte jedes Studio besitzen. Es imitiert ganz normal das Fahrradfahren in einer aufrechten Sitzposition. Gegenüber dem Liegerad hat es einen Nachteil, es unterstützt die Wirbelsäule nicht. Wer aber einen gesunden Rücken hat und nur die Beine oder zum Aufwärmen drauf will, für den ist das optimale Trainingsgerät. Wir haben auch hier keine Stoßbelastung, was für die Gelenke sowieso gut ist. Also das optimale Gerät zum Aufwärmen, zur Fettverbrennung, zum Herz-Kreislauf-Training. Die Pedalposition sieht so aus, dass das Bein fast gestreckt ist. Beim Liegerad bleibt das Bein noch gebeugt. Hier ist es fast gestreckt in der unteren Pedalposition.